Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 2:2 zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Fortuna Köln. Beide Trainer wie immer hier nach dem Spiel, zum einen Uwe Kroschinat von Fortuna Köln und Heiko Herrlich für den SSV Jahn Regensburg. Und Herr Kroschinat, ich darf Sie und die SSV zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag. Fragt man mich jetzt nach dem Spiel, ob sich das jetzt mehr anfühlt wie zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener, dann sage ich, ohne jegliche Einschränkungen ist es ein gewonnener Punkt für uns. Ich glaube, dass heute Jahn Regensburg ausreichende Möglichkeiten hatte, frühzeitiger den Ausgleich zu erzielen. Es gab eine Phase heute im Spiel um das 1-1 herum, wo für den Jahn auch mehr möglich war und wo wir schon mächtig geschwommen haben und den Druck selten standhalten konnten, jedenfalls nicht gut organisiert. Mit Sicherheit war es so, dass auch wir die Möglichkeit hatten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, sowohl in der ersten Halbzeit, zumindest auf zwei Tore Vorsprung das Spiel zu stellen, als auch in der zweiten Halbzeit es vorzeitig dann zuzumachen. Aber nochmal, raus aus der Euphorie, raus aus der Emotion. Es ist mit Sicherheit so gewesen, dass wir heute aus meiner Sicht sehr, sehr viele Phasen des Spiels hatten, wo wir nicht die Kontrolle gewonnen haben, wo wir auch schlecht gehandelt haben. Und auch einzelne Spieler einfach in vielen Phasen dieses Spiels nicht an ihr Optimum kamen. Und deswegen nochmal bin ich vollkommen zufrieden mit diesem 2:2. Es ist so, dass wir, glaube ich, heute einen sehr, sehr großen Fight geliefert haben, das mit Sicherheit, dass das Spiel aufgrund der Witterungsbedingungen, aufgrund der Platzverhältnisse dann natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel war, ist klar. Und es ist natürlich unglücklich, wenn du quasi in der Nachspielzeit dann den Ausgleich kassieren musst, aber ich bin schon der Meinung, dass den heute Jahn Regensburg mehr als verdient hatte und deswegen geht das für uns so in Ordnung. Dankeschön. Danke, Kroschinat. Heiko, wie fällt dein Fazit zum heutigen Spiel aus? Ja, das Unentschieden gibt zwar nur einen Punkt, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Sieg. Großes Kompliment an meine Mannschaft, die haben unter der Woche Mentalität eingefordert nach dem verlorenen Spiel letzte Woche in Lotte, wo wir 2-0 geführt haben und in der Nachspielzeit das Spiel praktisch noch hergeben. Und ich denke, das hat sie heute absolut bewiesen. In Rückstand, zweimal im Rückstand gewesen und ist zum Schluss gefightet und alles versucht, noch das Spiel nochmal zu drehen. Deshalb fühlt sich das sehr gut an und spricht für die Moral. Und ja, dass die Mannschaft wirklich eine Truppe ist hier, der man gern zuschaut. Und damit das mit dem Gefühl fahren wir auch jetzt nach Zwickau, das soll uns einfach beflügeln. Jetzt zur Analyse vom Spiel. Wir kommen, glaube ich, ganz gut rein. Wir haben direkt eine sehr gute Möglichkeit, wo wir 1-0 in Führung gehen können nach einer Minute. Dann aber nach 10 Minuten ist der Faden ein bisschen abgerissen. Wir haben zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber es sind eigentlich nicht im letzten Drittel gut zum Abschluss gekommen. Und Fortuna Köln war der erwartete Gegner, der uns das schwer macht, zu Torchancen zu kommen. Das war wirklich schwer. Ich glaube, wir hatten im ganzen Spiel nur 3 herausgespielte Möglichkeiten. Das war eigentlich der niedrigste Wert jetzt in den vergangenen Spielen. Und ja, in der Halbzeit haben wir uns dann nochmal vorgenommen, zurückzukommen, haben dann das 1-1 erzwungen. Das war dann sehr gut, sind nochmal in Rückstand geraten und dann war die Phase, die ich eingangs schon beschrieben habe. Ich denke, dass es insgesamt ein gerechtes Unentschieden ist, eine gerechte Punkteteilung, auch wenn wir jetzt mehr Ballbesitz hatten oder 12-4 Ecken hatten, aber am Ende steht dann nur das Zählbare und das ist so gerecht. Dankeschön. Danke, Heiko. Dann schaue ich in die Runde und frage, ob wir noch weitere Fragen aus dem Kreis der Journalisten haben. Ist heute nicht so. Dann reiche ich gerne noch die Ergebnisse aus den anderen Spielen nach. Werder Bremen 2 und Mainz 2, Leipzig 2:1 für Werder Bremen. Der Hallische FC, FSV Frankfurt 1:1 unentschieden. Sonnenhof Groß-Asbach und VfR Aalen ebenfalls unentschieden, 2:2. Preußen Münster verliert zu Hause gegen Magdeburg mit 2:3. Hansa Rostock unterliegt zu Hause gegen Sportfreunde Lotte mit 1:3. Und Rot-Weiß Erfurt auch eine Heimniederlage, 1:3 gegen den SC Paderborn. Der SSV Jahn spielt dann nächste Woche erst wieder zu Hause gegen Paderborn um 14 Uhr am 24.09. Unter der Woche am Dienstag geht es dann in Zwickau an. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen ein schönes Restaurant.